Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und wir sind in Pinehurst, spielen den Platz Pinehurst Number 2 zur US Open. Die ersten 9 Loch haben wir bereits gespielt und zwar so als kleine Einspielrunde. Wir werden uns hier ein bisschen warm spielen. Stroke Play bei den US Open und Nelly Korda hat bereits abgeschlagen. Wir spielen zusammen mit Nelly Korda. Sie hat nicht ganz so doll performt, hatte ein bisschen auch Probleme im kurzen Spiel. Wir liegen 1 unter, haben hier an der 9 ein Bogey eingefangen. Nelly, 4 Bogies, 4 über Paar, aber sie kommt langsam ins Spiel. Ist jetzt auch vielleicht nicht von der Länge her ihr Platz, muss man einfach so sagen. Aber nichtsdestoweniger, es ist ja nur eine Einspielrunde und wir wollen ja ein kleines bisschen Spaß haben, uns den Platz ansehen, ein Gefühl bekommen, wie die Profis dieses Jahr bei der US Open dann, denke ich, zu kämpfen haben. Es ist ja klassisch so, dass bei diesem Wettbewerb immer ja die Grüns hervorragend behandelt, modelliert sind und natürlich ausgearbeitet. Das heißt, schnelle Grüns, schwierige Grüns und auf den Grüns wird letztendlich der Sieg sich entscheiden. Dort werden die Punkte gemacht, denn von der Länge her und auch von der Art und Weise, es ist eben einfach so, er ist ein Paar 70 Platz und da gibt es nur 2 Paar 5, diese klassischen Bahnen, wo mittlerweile die Profis ja eigentlich mit dem zweiten das Grün erreichen, um auf einen Eagle gehen zu können. Das werden wir hier so nicht haben. So, wir legen los. Auf die Back 9 geht's und wir werden hier leicht über rechts spielen, haben ein bisschen Gegenwind und schauen, dass wir den Ball ordentlich ins Fairway bekommen, um dann hoffentlich mit dem zweiten das Grün zu erreichen. Ich wünsche uns ein schönes Spiel für die Back 9. Ja, startet leicht rechts, aber... Und wieder einmal Glück gehabt, genau in die Kante. Das hatten wir schon in den Frontline einmal. Während Nelly hatte da ein bisschen Pech, da ist ihr Ball reingerollt in die Kante. So. Nelly bereits hier auf dem Fairway, nimmt wieder ein Holz. Ja, der ist rechts. Der ist rechts. Aber sie kann auch gar nicht das Grün erreichen. Deswegen legt sie dir natürlich vor. Ein klassischer Transportschlag auf einem Paar 5. 140 Yards noch bis zum Stock. So, für uns sind es 302. Ja, wir können natürlich jetzt versuchen, mit dem Holz 3 den reinrollen zu lassen, haben aber auch ein bisschen Gegenwind. Wir werden natürlich versuchen, das mit einem Draw zu unterstützen. Denn klassischerweise ist der Draw immer etwas der längere Schlag. Naja, schauen wir mal. An der 9 waren wir nicht ganz so glücklich mit dem Bunkerschlag. Aber im Zweifel werden wir ja hoffentlich aufs Grün kriegen. Ich meine, im Prinzip sieht es schon mal nicht schlecht aus, wenn er nicht schlecht bounced. Okay. Sehr schön, wir kriegen den kurz vor das Grün. Just a good solid shot right there with that 3-wood, Frank. That's an aggressive layup, really. Trying to force that 3-wood down and get it as close as possible to the green. That's 2 good shots if you can't reach the par 5. So, Nelly macht das ordentlich mit dem zweiten bzw. mit dem dritten drauf. Okay, wir haben einen Pitch, das heißt 17. 17, 13, ja, ein bisschen hoch. Okay. Okay, damit können wir gut arbeiten, damit können wir gut leben. Now this for birdie at 10. And this is one where you just gotta keep the hand steady and the wrist quiet, making sure you get it started online. Auch hier wieder ein starkes Break, hat sie gut gelesen. Maybe gave that one a little too much credit and it missed on the high side. Okay, Birdie-Chance, aber es geht ein bisschen bergab. Oh, stark natürlich über links. Oh, stark über links. Den jetzt durchs Break zu spielen, das ist schwierig.
Tja, und wenn wir den so langsam spielen, wird er natürlich stark das Break annehmen. Yes, well done to get it in close, and then that finished off for a birdie here at the par 5. So the birdie not to be, and she'll brush that in for her par. Let's move on to the 11th hole. So, wir kommen zu einem nächsten Par 4 mit 483 Yards. Das ist die 11. Auch das wieder eine Bahn. Also besetzt kein einziges Wasser, kein einziges Wasserhindernis. Ich denke, Pinehurst wird gar keine Wasserbahnen haben. So wie es aussieht. So, auch hier bietet sich jetzt natürlich ein bisschen der Fade an. Die Bahn fällt leicht nach links. Aber auf der anderen Seite gibt es ja auch jetzt nicht so viel. So, das sollte doch passen. Der wird jetzt nach links bouncen, leicht nach links bouncen und runterrollen. Sehr schön. Ja, ich denke, mit dem Drive kann man zufrieden sein. Beautiful tempo to that swing, and this is going to wind up squarely in the fairway. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Holz ist. Ich glaube, das ist eher ein Hybrid, oder? Ich weiß es jetzt gar nicht. Aber sie hat immer das Holz erst in der Hand und dann wechselt sie und dann ist sie dann doch wieder zu kurz. Weil da ist eine kleine False, ja, der wird links runter, genau so habe ich mir das gedacht. So, Eisen 8, die Fahne steckt links, wir sehen, dass es, ja, die Grün, das Grün alles links ein bisschen runterfällt. Wir müssen mal schauen, der Wind, okay. Der Wind spielt eine kleine Rolle, Eisen 8. Ja, wir versuchen den ein bisschen vom Bunker weg zu drawn, zu faden. Ja, sollte aber auch nicht zu kurz sein. Oh ja, das ist zu kurz. That's got to be disappointing. Good line in the fairway, and the approach winds up in the bunker. Woo, Nelly. Was just past the hole. A difficult putt coming now. Ja, also das kurze Spiel ist nicht gut bei ihr. Also definitiv nicht. Also da ist sie immer sehr, sehr weit weg vom Stock. Gonna have to accelerate through the sand here to give this enough carry. Ja, und wir sind jetzt das zweite Mal. Also das erste Mal vom Fairway haben wir das Grün nicht getroffen. So, diesmal machen wir es ein bisschen kürzer, weil er vorhin ja noch mal ein bisschen noch gerollt ist. Okay. So, das haben wir aber ordentlich gemacht, denke ich. Yeah, that'll do nicely. Just beyond the hole. Super job there out of the bunker. This one measures out to 24 feet. Also wir sind deutlich dichter am Paar als Nelly. Aber sie hat ja schon mal einen gestopften längeren, also gar keine Frage. Ja, da kann man sagen, hat sie nicht viel falsch gemacht, außer dass er halt nicht gefallen ist. Okay, so, das sieht eigentlich nach einem normalen Putt aus. Ein bisschen bergab, ein bisschen über rechts. That's so
nearly a birdie, but par is all he'll have to show for it. Cleans that up in the hole. Ja, ich denke, es wird keine Unterpaarrunde mehr bei Nelly. Moving on, we come to the par 4 12. 484 Yards und auch hier sehen wir hauptsächlich Bunker, kein Wasser. Okay, das Grün so leicht rechts versetzt. Natürlich Bunker davor, aber auch ein bisschen mit Abstand. Also hier rechts haben wir einen richtigen Grünbunker. Die Bunker davor sind eher mehr Fairway-Bunker. So, der Wind geht ein kleines bisschen nach links, aber wir haben Rückenwind und das Fairway fällt etwas nach rechts. Okay. Ja, dann werden wir vielleicht mit ein bisschen Draw ein kleines bisschen gegen die Neigung arbeiten. So, das heißt, wir haben Carry 277 Yards. Jetzt rollt er leicht nach rechts, aber das passt. Und dann haben wir noch bis zum Stock 134 Yards. Ja, es überlegt ganz schön lange dafür, dass es ein Drive ist, wo man eigentlich nicht groß mehr über den Schläger nachdenkt. Und bei ihr sind eh die Optionen relativ beschränkt bzw. begrenzt, weil sie braucht den eigentlich nur Mitte Fairway schlagen. Und für den Rest muss sie sich da keine Sorgen machen. 188 Yards bis zum Stock. Akustisch hält sich die Begeisterung in Grenzen. Ja, über rechts, der kommt vorher auf, rollt drauf und rollt zum Stock. Gut gemacht. Da hat sie jetzt tatsächlich eine Birdie-Chance, würde ich sagen, 6 Fuß. Und wir... So, Pitching Wedge wird ein bisschen zurückkommen, aber nicht viel. Okay. Here we go. Ein bisschen. Ah, bleibt einfach nur liegen. Inside that 15 feet circle. Anything inside that was going to be a good shot. So in my book, that's a good shot. 7 feet now for birdie. So 3 Inches bergab. Okay. Aber Break von links. Ist eigentlich wenig Break. Also ist eigentlich eine gute Chance auf ein Birdie. Aber wir haben definitiv Break. So, jetzt ist es linke Lochkante. Linke Lochkante. Wenn er da runterrollt, ein bisschen Break wird er definitiv annehmen. Yes, a good look at that one. All the way in. It's a birdie that pushed that score to 3 under for the round. A great opportunity here for birdie. So, jetzt schauen wir mal, ob Nelly es genauso gut hinkriegt. Denn birdie könnte sie gebrauchen, aber der ist ein bisschen langsam. And a great opportunity goes by the wayside. Ah, schade, schade, schade. Das hätte es natürlich sein können. Das erste Birdie hier auf der Runde, um sich einen Schlag wieder zurückzuholen. Sehr leider nicht gelungen. So close to a birdie, but she'll be left shaking her head as she finishes that for a par. Ja, da war sie wirklich ganz dicht an dem Birdie. Coming up, it is a par 4. So, das nächste Par 4 mit 385 Yards. Auch hier wird praktisch das Fairway nach vorne etwas schmaler, das Grün erhöht. Das macht es natürlich bei der Annäherung etwas schwierig. Aber die Fahne steckt, ich sage mal, fair in der Mitte des Grüns. Der Wind ein bisschen von links nach rechts und hier sehen wir jetzt auch, wo das Problem liegt. Aber bei 288 Yard, 373 würde ich auch hier in dem Fall wieder sagen, wir nehmen das Hölzchen, das sollte doch völlig ausreichen. Ja,
genau. Und dann noch ein bisschen ein Fade hier reindrücken. Und der Wind sollte hier auch ein bisschen doch die Sache unterstützen. He's starting up the right side. Yep. It all looks so simple when you're going good, doesn't it? And that is yet another solid drive. Ja, 99 Yards noch bis zum Loch, aber es geht ein bisschen berghoch. Also denke ich mal 105 müssen wir rechnen, 110. Auf jeden Fall ein Wedge. Er müsste links rüber springen. Ja, läuft am Bunker vorbei. Sehr gut. Ja, das Gefährliche ist natürlich bei so einem kurzen Par 4, dass man dann mit Wedges da hochschlägt und die haben natürlich dann Spin. Nota, her second coming up. Looking good at 116 to the hole. Hole cut right in the middle. Ja, das sehen wir es. Der bleibt liegen. Perhaps a little conservative, but right in the heart of the green. Now from just under 100 yards, he'll stare down his second. Ja, ja, wir sehen es jetzt gerade. Also wir haben 18 Fuß nach oben und wir haben 54er Wedge. Das wird definitiv Knockdown, Finesse, Approach. Approach, ein 60er. Ja, das wird natürlich dann, ja. Finesse ist ein bisschen weniger Spin, aber wir haben 18 Fuß. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall länger, weil sonst bleibt er uns zu kurz. Und dann haben wir natürlich da die False Front. So, und jetzt wenig Spin, mein Freund. Danke. It was a good strike. I could tell that by the sound as the ball came off the club face. That little bounce and check. Well done. Ja, das riecht ja förmlich nach dem nächsten Birdie. Aber ich sehe schon, der wird nach rechts wegbrechen, denke ich. Ja, das ist wieder so nicht easy, der Putt. Ihre ist wieder so langsam. Aber der fällt. Sehr gut. Ja, jetzt hat sie doch ihr Birdie gespielt. Hätte ich ihr nicht zugetraut, muss ich sagen. Und wir haben hier ein richtiges Break. Oh, wir haben hier ein richtiges Break. Wir können natürlich hier praktisch durchs Break durchspielen. Mit Schmackes. Das geht ja ein bisschen bergab. If only they could all be that short. Very well played there. And it results in an easy birdie. On now to easy birdie, naja. Easy birdie hätte ich es jetzt nicht genannt. Also da kann viel passieren bei so einem Break. Da kann einem echt abhauen. Aber wir haben es gestopft. Wir haben es realisiert. Wir haben es eingesteckt sozusagen. Und liegen wir im minus 4 und haben jetzt 12 Pars or better. Ja, okay, haben dann nochmal ein bisschen was für unseren Quest erreicht. Wir schauen mal auf die Scorekarte. Mittlerweile 5 Birdies, 1 Bogey, ganz klar. Da haben wir schlecht aus dem Bunker gespielt. Und Nelly hat jetzt auch ihr erstes Birdie an der 13. Hervorragend. So, Par 4, Par 3, Par 4, Par 3, Par 4. Das wird sich jetzt schön abwechseln, bis wir im Clubhaus sind. Noch 5 Bahnen zu gehen auf Pinehurst Number 2. Okay. Auch hier eigentlich nur ein gerader Drive. Vielleicht ein kleines bisschen drawn. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Der Wind wird es für uns machen. Jetzt schauen wir mal, ob wir ein bisschen Länge hier realisieren. Aber ich glaube, der wird nicht so viel rollen. Aber 298 Yard. Ja, und dann denke ich, ja, 23 noch dazu. Mit Roll sind wir bei 321. Ja, geht ein bisschen rechts weg, aber stellt kein Problem dar. Hier rechts sieht man diese kleine Bunkerlandschaft. Yeah, nothing to fault there. Good balance, good follow through and a good start to this hole. So, sie hat das Holz wieder in der Hand. Ich denke, jetzt wird der Schläger gleich sich wieder wechseln, oder? Nee, es ist gar nicht das Holz. Es wird wieder gleich das Hybrid sein. Und jetzt schauen wir mal, ob sie... Ah, ja, geht ein bisschen links weg.
Das passt aber. Ja, das hat sie gut gemacht. Das hat sie gut gemacht. Obwohl es mich gewundert hat, dass der nach rechts gebounced ist und nicht nach links. Aber wie gesagt, das hat sie jetzt ordentlich gemacht. Ist aufs Fairway bzw. aufs Grün gekommen. From the fairway, Noda, this is second. Staring at 142 to the hole. Would not surprise me a bit if you were to stick this one close. Eisen 9. Über rechts. Ja, über rechts. Die Frage ist wieder mal die Länge. Wir werden wenig Spin haben. Ja, da ist eine kleine Front. Da geht es ein bisschen berghoch. Und da würde er normalerweise nach links rollen. Ja, auch das wieder eine ordentliche Annäherung, eine solide Annäherung und eine Chance auf ein Birdie. Auch für Nelly. Der ist schnell genug und fällt hervorragend. Back-to-back Birdie. Back-to-back Birdie. Okay, wir müssen Level, aber es geht trotzdem ein bisschen hoch. Wundert mich, dass der hier Level sagt. Es geht für mich eigentlich berghoch. Über links, wenig Break über links. Ja, vorhin war es knapp. So, machen wir es mal so. Yeah, the good play continues. Now a 5-under on the deck. Deep into the round at the 15th hole. So, das nächste Par 3, 202 Yard. Das ist eigentlich ordentlich, beziehungsweise das ist okay von der Entfernung. 180 Meter roundabout. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass die Fahne hier hinten rechts steckt. Und wir sehen es auch, das ganze Grün fällt um die Fahne rechts weg. Also wir müssen gucken, dass wir definitiv auf der linken Seite zum Liegen kommen, wenn wir uns kein Bogey wieder einfangen wollen. Eisen 5 mit Rückenwind. Ja, wenn der aufkommt, dann rollt der. Aber hier haben wir eine False Front, das heißt, da wird er nicht allzu viel rollen. Eisen 6 jetzt. Ja, ich will schon, dass der eigentlich liegen bleibt. Ja, der startet mir zu weit rechts. Der springt nach rechts, oder? Ah, er bleibt liegen. Okay, oder? 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 Ja. Okay, that one's dancing. Ja, sie richtet sich weit nach links aus, spielt einen leichten Fade. Ja, der ist jetzt praktisch genau in diesen Hang rein, in diese kleine False Front auf dem Grün. Okay, that's gonna end up right in the middle of the green. Gonna have to be a little careful with this one. Ja, gut, 38 Fuß ist natürlich jetzt schon noch ganz schöne Strecke hier, ne? Da braucht man ein gutes Gefühl für diese Grüns, denn ruckzuck rollt er übers Loch hinaus. Ja, das war natürlich nicht verkehrt. Auf der Linie, wie man so schön sagt, etwas zu kurz. So, 4 Inches nach oben. Aber wir haben einen Wahnsinnsbreak von links nach rechts. Also wir müssen aufpassen, dass der uns nicht übers Loch rechts abhaut und dann eben das Grüne runterrollt. Deswegen lieber weiter links anhalten, dass wir dort ungefähr zum Liegen kommen, wo Nelly liegt. Das müsste eigentlich so hinkommen. Ja, lieber ein bisschen mehr. Weil dadurch, dass das Ding ja nach rechts rüberfällt, kriegt er ja dann noch ein bisschen Roll nach rechts.
Ja, der bleibt tatsächlich rechts vom Loch, ne? Obwohl wir so weit links angehalten haben. Okay. So, jetzt schauen wir mal, dass wir den noch versenken. Level, aber wir haben Break. Ja, komm, wir geben dem ein bisschen was mit. Disappointment there. I'll brush it in and that'll be just a par. So, Nelly wird das Paar spielen, da bin ich mir relativ sicher. Ja, der wird wieder gestreichelt, Mords ausgeholt und dann gestreichelt. Sehr schön, die letzten drei Bahnen stehen an. Oh! Und jetzt doch tatsächlich ein Wasser, aber ich glaube, für uns wird dieses Wasserhindernis nicht ins Spiel kommen. Ein weiteres Par 4, das vorletzte. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, ja, da sollten wir natürlich ohne Probleme rüberkommen. Der Wind ein bisschen nach rechts. Wir sollten natürlich versuchen, hier an den Bäumen vorbeizukommen. Okay. Ja, ja, das sollte doch so passen, denke ich. Ja, das Wasser kommt hier überhaupt nicht ins Spiel für uns. Herren, das könnte bei der Nelly wieder etwas anders aussehen. Springt er nach rechts. Er läuft am Bunker vorbei. Hervorragend. So, was haben wir? 170, 100, oh, 200 Yards doch noch bis zum Stock. Bis zum Loch. 525. Oh, das ist aber schon ordentlich, ne? Für die Damen, 525. Kommt sie am Wasser vorbei oder wie spielt sie den? Ja, die will am Wasser vorbei, klar. Oh ja, okay. Solid, good drive in the fairway. Ja, solide, guter Drive ins Fairway. So, wir haben das Holz. Oh, sie wechselt aufs Eisen. Das erscheint mir aber ein bisschen kurz für ein Paar 4. Also das hat mich jetzt, da bin ich der Meinung, da hat sie aber den völlig falschen Schläger genommen. Eisen 5. Es geht ein bisschen bergab. Na, interessanterweise sagt er hier 3 Fuß oben, aber es sieht so eigentlich aus, als würden wir bergab spielen. Okay, Eisen 5, Eisen 6 mit Rückenwind. Ja, ich will den Mitte grün haben. Ja, Eisen 6 macht nicht so viel Roll. Ja, startet mir schon wieder zu weit rechts eigentlich. Aber ich denke, das geht sich aus. Das geht sich aus. Dankeschön. Just think about it. You gotta cover nearly 2 football fields of distance and get it inside 5 feet. You wouldn't think that's possible. Ja, da hat er recht. 200 Yards in 2 Footballfelder. So, sie spielt den links rüber. Vielleicht wegen eben diesem Hang. Ah, das ist jetzt mal interessant. Aus dem Bunker so viel Spin, dass der wieder runterrollt. Das ist richtig US Open mäßig. Too much on that one, Frank. Man, not enough sand, though. Ja, da fängt sie sich höchstwahrscheinlich gleich ein Doppelbogey ein, oder? Naja, weil sie ist ja jetzt auch nicht die Beste im kurzen Spiel, wie wir wieder gesehen haben. Das muss eigentlich näher gehen. This is a struggle, that's for sure. And the score looks like it's going to accelerate as well. So, über rechts. Oh, nervenstark. Ja, nervenstark. So, wir spielen wieder ein kleines bisschen berghoch. Das heißt, wir werden wieder versuchen, hier durchs Break zu putten. Denn wir haben kaum Break. Ja, die zweiten 9, die laufen ja richtig geschmeidig. Ein Paar 3 mit 205 Yard. Das ist jetzt wieder ordentlich die komplette Vorderseite Bunker und der ist tief. Also da will man nicht drin liegen. Die Fahne steckt links kurz. Okay.
Und es geht deutlich nach unten. Gegenwind. Und es geht nach unten. Also das heißt, es geht nach unten, müssten wir etwas kürzer spielen. Mit Gegenwind wieder etwas länger. Und wir sollten den reinfaden, um ein bisschen von dem Bunker wegzukommen. Was will er denn? Ein Eisen 6. Das wird sowieso herunterfallen. Ja, wir spielen es auf jeden Fall hoch an. Und wir spielen den Fade. Ja, den Fade nimmt er an, aber der ist zu weit links. Der ist zu weit links. Das sieht wieder nach einem Bunker aus. Ja. Der wäre gut gewesen, wenn er etwas weiter rechts gewesen wäre. Ja. Nee. Das war dann leider nichts. Müssen wir wieder mal schauen und zaubern mit einem guten Bunkerschlag. 197 jetzt für Nelly. Der wird auch nach links wegspringen. Da kommt sie nicht aufs Grün, glaube ich nicht. Aber bei ihrer. Ja, aber bei ihrem Short Game mache ich mir jetzt gar keine Sorgen. Weil der ist jetzt schon wieder richtig schlecht. Also, sorry. Aber. You'd like to be a leisurely stroll out on the golf course into a day of hard work. Yeah, what could have been a tap-in is now going to be a grind. So, wie ist das Grün? Wie ist das Grün? Es geht nach rechts. Wir werden wieder hier deutlich kürzer spielen, weil dann haben wir auf jeden Fall, wenn wir zu kurz sind, einen Bergauf-Putt. Ja, doch so. Ja, der ist jetzt dann wieder zu weit rechts, merkwürdigerweise, aber die Länge war gut. Oh, the hands came through beautifully there. Good thump of the sand. And a good chance to save par. Oh, komm. Ooh. Really nice right there. That was a touchy one, but it's in for a par. So, wir müssen jetzt ein Sandy-Paar spielen. Das sollte uns eigentlich gelingen, da wir ja bergauf. Ja, wir haben Break, wir haben Break. Das könnten wir merken. Pat, so nearly a birdie, but par is all he'll have to show for it. On now to the finishing hole. It's the par 4 18. So, wir kommen zu 18, zur letzten Bahn, einem Par 4 mit etwas mehr als 450 Yard. Und man sieht, hier muss man dann schön über den Bunker spielen. Man hat hier direkt das Clubhaus an der 18. Das ist natürlich immer eine Freude für einen. Man spielt hier direkt aufs Clubhaus zu. Hervorragend. Die Tribünen. Ich freue mich schon heute Abend, das Ganze dann im Original zu sehen. Pinehurst Number 2 US Open, ein Platz, der 1895 wohl eröffnet wurde, also wirklich ein sehr, sehr alter Platz. Ist auch ein bisschen so klassisch eben aufgebaut, muss man einfach auch so sagen. So, wir spielen den wie rein. Ja, wir kommen ja ohne Probleme über den Bunker, es ist etwas erhöht, dann werden wir nicht mehr so viel Roll haben. Ich denke mit einem leichten Draw. Über den Bunker, ja, mit einem leichten Draw sollte das doch funktionieren. Ja, das sollte passen. Dann haben wir wieder mal einen Fairway getroffen. It all looks so simple when you're going good, doesn't it? And that is yet another solid drive. Über 300, 308. Ja, und ich denke wieder ein Eisen 8 ins Grün. Mal schauen, was Nelly machen muss. Ich glaube, sie wird auch ganz froh sein, wenn sie die Runde hinter sich gebracht hat. Plus 4. Aber auch bei ihr sind die zweiten 9 deutlich besser gelaufen als die ersten. They call that position A. That's gonna be right down the middle. Sie wechselt wieder aufs Eisen. Das wundert mich tatsächlich.
Aber sie kommt über den Bunker und lässt den reinrollen. Ja, ist wieder zu kurz, wieder zu kurz. Komisch. So, 11 Fuß nach oben. Left himself with 147 to the hole. Swinging it great today. Would not surprise me if he stuck it close. Okay, wir sehen 12 Fuß nach oben. Eisen 9 Approach. 12 Fuß nach oben. Wenn er hinten runterrollt, haben wir Trouble. Ne, das ist eine False Front. Da rollt er hinten runter und dann haben wir einen kurzen Schlag. Das wollen wir auf keinen Fall. Und was wir auch nicht wollen, ist definitiv rechts vom Stock, weil dann rollt er uns in den Bunker. So, da oben haben wir ein kleines Plateau. Eisen 9. Ich würde den ja gerne etwas kürzer spielen. Eisen 9. Ja, es ist ja erhöht, ne? Eisen 9 sollte auch relativ schnell zum Liegen kommen. Naja, ich denke, so passt das. Ja, damit kann man leben auf der 18. That's a good shot. You can really aim at the middle of just about every single green. If you did it all day long, some of those would finish up close. And you'd have plenty of birdie putts. So, Nelly wieder mit ihren fantastischen kurzen Spielen. Ja, okay. Da war jetzt ein bisschen Vorsicht angebracht. You've got to be so precise. You see all the contours of the green. You just needed a few more feet out of that one. Oh, der geht jetzt aber nochmal richtig hier im Berg hoch. Ja, aber wir wollen nicht zu schnell sein, weil sonst haut er uns hinten dran ab, ne? Das ist nämlich genau das Problem. Da müssen wir aufpassen. Der nimmt hinten dran relativ schnell Fahrt auf. Ja, ja, man sieht's, gell? Da geht's dann runter. Okay, an der Stelle 8. Ja. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir müssen ja kein Birdie spielen. Wir haben wenig Break. Oben haben wir sowieso kaum noch Break. Naja, okay, der ist safe zum Paar. Der ist safe zum Paar. Ja, das ist eine gefährliche Pin-Position, muss man einfach sagen, wenn man da ein bisschen zu schnell ist. Ja, das sieht leider wieder nach einem Bogey aus. Im besten Fall. Im besten Fall, wenn sie ihn so wieder streichelt. Okay, so it's a disappointing bogey 5 here at 18. And that will finish off our round of golf. Okay, wir bringen dieses Match zu Ende. Okay, safely in for his par at 18. And that's gonna wrap up our 18 holes of golf. So Frank, another round in the books, and that was an entertaining day at the golf course. Rich, I still can't believe they pay us to do this. So, for Frank Nabilo, Nota Begay III, and Diona Steven, I'm Rich Lerner. We'll see you next time on EA Sports PGA Tour Golf. So, Daily Quest haben wir leider nicht vollständig erreicht, sondern da fehlt uns noch einer hier für 2 under Green in Regulation. Aber wir haben eigentlich ordentlich gespielt, auf jeden Fall hier plus 5 Nelly Korda. Und wir haben dann doch ordentlich hier unter Paar gespielt mit minus 6. Und die zweiten 9 waren natürlich die deutlich besseren Bahnen. Mit 5 unter Paar haben wir die Back 9 gespielt, da haben wir ordentlich performt, haben wir wieder ordentlich die Bälle ins Grün geschlagen. So, das soll es also gewesen sein hier für die Runde. Eine Einspielrunde auf Pinehurst No. 2, dem Platz, auf dem dieses Jahr 2024 die US Open gespielt werden. Also, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hier wieder mal EA Sports PGA Tour auf dem Kanal. Ich werde mal wieder die nächste
nächste Zeit wieder mal öfters eine Runde spielen. Ob wir hier, also ich denke, wir werden jetzt erstmal noch hier den Platz für die British Open spielen. Und Royal Troon, glaube ich, heißt der. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht dann auf jeden Fall hier noch auf der PGA-Tour, die ich auch gerne irgendwann nochmal zu Ende spielen möchte. Aber wie gesagt, da will ich mich nicht festnageln. Da muss ich mal ein bisschen Lust haben dazu, wenn ich dann hier wieder den Controller in die Hand nehme und nicht die Original-Golfschläger, denn zurzeit ist das Wetter wieder hervorragend. Wir sind auch wieder draußen mit der Mannschaft und Ähnlichem. Und deswegen bin ich auch mehr auf dem realen Golfplatz als auf dem virtuellen. Nichtsdestoweniger, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht hier auf diesem wunderschönen Platz, auf diesem altehrwürdigen Platz aus dem Jahre 1895. Genießt die Tage, genießt die Zeit, genießt vielleicht auch ein bisschen Golf am Fernsehen, auf der Playsee oder vielleicht auch echt. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, wünsche euch eine schöne Zeit, bis die Tage und ich sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.